weiter geht's bei Life is Strange. Und im letzten Part haben wir Frank dazu überredet, uns seine Kundenliste zu überreichen. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ich schätze mal, wir fahren jetzt los. Strand verlassen. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich denke mal, also wir müssen noch 4 Fotos schießen und ich schätze mal, dass jetzt die richtig krassen Sachen der Episode passieren. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Naja, vielleicht erlässt er ja. I better focus on this board and start tying these clues together. Wollte nur mal nachfragen, wie. Danke, Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr. Halt mich auf den Laufenden, komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Jetzt auf einmal ist er total nett. Ist krass. Krass, der ist ja auf einmal total nett ist. So ein Mist. Okay, ich glaube. Was? Er kennt ihn? Achso, das sind. Die hab ich schon alle gelesen. Dadurch, dass ich das Spiel zwischenzeitlich gespeichert habe. Ja, okay. Muss nur eine Sache noch gucken, und zwar das Foto. Windmühle. Okay. Sorry, we got Frank on our side without using you. Ja, besser ist. War die beste Entscheidung überhaupt. Bright Eyes, Amanda Palmer, Sparkles. Okay, Franks Hinweise. Untersuchen. Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst für jeden Abschnitt. Let's look at Franks drug deals during the week of the party. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Metzner und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Jargons sagt David, nee. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Frank, was du getan hast, war uncool und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir schauen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir, uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Chihuahua, Katie. Was? Katie? Bobtail, Madame Luxuskarre. Shiba, Nacho, Husky, Joseph. Mick, Stella, Simon, Logan, Steve, Nathan, Stifler, Justin, Chloe, Bruce, Johnny, Nicholas, Glenn, Tonk. Okay, das ist die Liste der Kunden wahrscheinlich. There's no doubt she loved him in some way. Frankie, B. Ich hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am Pompadour.
In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Bacardi Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. Kontobuch? Frank's account book. But the client names are encrypted. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel or protect her. Okay, Moment mal, zurück. Guck mal, wir gucken mal nach. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Okay, los geht's. You need to get rid of these damn cameras, David. Platzierung der Kameras. Nathans Bilder. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel immer zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folgte ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben soll. Welche Hinweise sind das? Davids Hinweise. Ja, definitiv. Also, das hier ist ein Hinweis. So. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Maybe he was trying to help Kate. In his own messed up way. Immer den gleichen Weg. Hörte Kate und Dana über Besorgung für Vortex Party wegen Drogen. Kate mit ihrem Kirchentor beobachtet. Aber ich glaube, das ist eine Sackgasse. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Bilder von Nummernschildern. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. I hope in this case that David has good tracking skills. Breitengrad. Twin Peaks. David should have done way more than take photos of Kate. Blackwell Parkplatz. Ja, damit kann man echt nichts anfangen mit den Dingern. Das sind die Hinweise für Kate, aber wir sollen ja Hinweise für Rachel. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgt Rachel zum Leuchtturm. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Cardia Bay Polizei. Fall Nummer 6. Bericht an Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel M18 wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Emma zu befragen, die mit Drogen verleugnen reagierte. In ihrer Tasche wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Okay. Die Frage ist... Nathans Bilder?
Parkplatz ansehen. Nummernschilder. Lesen. Drogen, Drogen, Drogen. Versuchte. Okay, gucken wir mal bei Nathans Hinweisen. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Couldn't hurt to give this pin code a whack. SIM pin 111, make sure to change it. Puck. Und noch? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. 9535. 9535. There's a lot of numbers in here. Aber die meisten Codes sind ja vierstellig. Telefon, Telefon, Haustelefon. Arbeit, das ist ja alles nur Telefonnummer. 1995. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Hallo, ansehen. If there is a dark room, we better find it. Rachel in der Dunkelkammer, Rachel. Chloe slipped all these files on her flash drive. Pia? Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnung. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrter. Ne? Mit Baron informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber das hatten wir schon mal gelesen. Am 17. September. Was? Warum? Dienstag, den 17. September? Aber hier steht 20. Was ist da los? Neun, fünf, drei, fünf. Okay. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Auswählen. Auswählen. Ah, was hätten wir? Lesen. Moment mal. 0058. 4, 4, 5. Ich guck gerade, aber. Okay, Max. Let's blow this code up and go home.
Start hacking. So. Entsperren. Hä? Oh Mann, ey. Jetzt muss ich mir den Mist wahrscheinlich auch noch nebenbei aufschreiben, damit ich ein bisschen was... Also. Eieiei. Ich vermute, die 9535 könnte es sein. Aber ich habe auch nicht so viele Versuche, ne? 9535 0058 4436 5431 3988 und der dreistellige glaube ich nicht, dass der von Bedeutung ist. Trotzdem lesen. Entsperren. So, gucken wir mal. 9 5 3 5 Okay, das war schon mal nicht. Okay. Eieiei. So, 0, 0. Oops, bad code. Ja. Ich muss also Enter drücken. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. 4 4 3 6 You locked it, dumbass. Wenn es gesperrt ist, die Puck 8 7 8 9 7 8 0 8. Funktioniert das eigentlich so? Sperren. Enter Puck. Ja, okay. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Dein Ernst? Einfach mal dreimal den falschen PIN eingeben und dann mit der Puck? Lol. Okay, lesen. Was geht? Brauch G. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft. Arschloch, beruhig dich, bring's mir. Auf dem Weg, bleib weg, Bullen am Strand. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht. Zu Hause, unterwegs, stopf die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend. Ich mach keine Hausbesuche, du hast ein Auto, keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar, keine Spielerei, Adresse. Ruf dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist wach? Was willst du? Kokain, Skidoacid. Acid? Skidoacid? Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry, wegen vorhin brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht und fick dich. Was? Hä? Fuck off? God, Nathan.
You're out of control. Yo, brauch Gas, etc. Sofort. Beruhig dich, flippst aus. Bald, sei cool, bitte, Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Halt deine... Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt, ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. Emanzen, Alter. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf sich sein zu können. Arbeite dran. Okay. Ach so, Sachen ausgedruckt. Okay. Okay, dann machen wir mal hier hin, hier unten. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Geht's jetzt um Rachel oder geht's? Geht's um Rachel oder geht's um K? Aussehen. Nee, was? Aus. Placement of Kameras. Aber die Kameras sind ja nicht platziert, also warum? Nochmal. Gehen wir nochmal auf Franks Hinweise. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Moment mal. Kontobuch nehmen. Die Liste nehmen. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Okay, hier. Bulldogge. Hier einmal, 30.09. Bulldogge. Ja, auswählen. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Keine Bulldogge. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Krass, wie viel Kohle der damit macht, ne? Hallo, ansehen, bitte. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Hä, aber, hä, da ist doch keine Bulldogge da. I'm getting a contact high just reading this. Streuner? I wonder what dog name Frank would have given me. Hä? Nee. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Nathan. Nathan war nicht Bulldogge, sondern Rottweiler. Verdammt. Bulldogge. Nein. Okay, hier Auswahl aufheben. Rott. Hier, Rott. Verdammt. So, auswählen. Nein. Ansehen. Rott da. Auswählen. Noch das dritte. Oh yes.
These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. Oh, das war jetzt Zufall. Hab das Richtige gewählt. Okay, nice. Jetzt müssen wir nur noch uns Davids Hinweise. Ah, Moment mal. Ansehen. Okay, hier. Auswählen. Auswählen. Nee. Ansehen. Okay, nein. 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 Auch nicht. Bilder von Nummernschildern, Nathans Bilder. Das ist auf jeden Fall seine Karre. Aber was ist... Twin Peaks, vielleicht hat er, vielleicht sind das. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Max, I know we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Du Schlampe, hast meine Türe ruiniert. Ja, du mich auch. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Of course Nathan drives an SUV. Da. Overcompensating, as usual. Da. Guckt mal. Das ist Nathan's. Hm. Who does this car belong to? Nathan. Das eine Rücklicht ist kaputt. Auswählen. Yep. Another car David was tracking. Ah, Moment, Moment, Moment. Ansehen. SXFTNDR. So, guck mal. Why the hell are you following these people? And to where? Das ist das Falsche. Okay, let's find out whose car this is. Yep, das auf jeden Fall. Das nehmen wir. Und jetzt zack. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Er hat Nathan überwacht. Alter, ey. Untersuchen? Take a breath, Max. What? Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. So. But you sold me water, asshole. Bringing it. Need grass?
Nietzsche. Hallo. So, ansehen. Not much out there. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Alter, die Koordinaten, ey. Moment mal. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Alter, ich komme gar nicht klar. So, hä? Also. So, lesen. Kokain. Lass mich nicht warten. Sorry, wegen wohin? Brauche mehr. Brauche mehr. Bis da. Also, 7.10. Zwischen 3:06 und 3:26 müssen die sich getroffen haben. Ja. Oder 10.07. ja. Okay, dann haben sie bis um 22:52 geschrieben. Das ist der 10.07. und nicht andersrum. Das amerikanische Datumsschreibweise wahrscheinlich. Ansehen. Rausdringend. Du hast ein Auto. Keine Zeit. Ich zahle das doppelt. Allerdings. Oh, warte mal. Das ist dann. Ne, doch der 4.10. Hä? 4.10. 22. Alter, diese Kombination hier. Adresse, Wegbeschreibung ansehen. Bist du da? Fährt er heute Nacht. Zu Hause, unterwegs, stopft die Pfeife. Was geht, braucht G. Du hast mir Wasser verkauft. Zwischen 21. Alter, ich mache mir das wahrscheinlich zu kompliziert momentan. Aber irgendwie komme ich gerade gar nicht klar. Aber wenn ich jetzt raten müsste, wäre das hier auf jeden Fall. Am 4.10. Am 4.10. 22:34 der erste Hinweis. Auswählen. So, dann müssen wir mal gucken. Ansehen. Das ist der 9. Der 30.9. 4.10. Warte. 4.10. 17.40 Uhr. Blackwell Firebird. Alter, voll nicht wie teuer, Alter. Ansehen. Zurück. Rot im Nirgendwo. Warte. 23 Uhr. Das muss er sein. Auswählen. Ansehen. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Nee.
beach is like Frank's main office. Nein. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Wir reden vom 4.10. Somebody is stocking up on gas. Why? Einundzwanzig Uhr vierundfünfzig. Tankstelle. Der war hier. Tankstelle. Hallo? 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 Danke. Nein. Oh, that has to be the Prescott Estate. Poor rich Nathan. Nee. Da. Da. Definitiv 23 Uhr. Auswählen. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Okay, Hinweise gesucht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.